Der zweite Weihnachtsfeiertag ist ja traditionell der Tag, an dem man Besuche macht. Heiligabend zu Hause, der erste Weihnachtsfeiertag dann zum Ausruhen und dann mit neuer Kraft auf Achse. Das galt gestern auch für unser Dorfgeschichtenteam. Es ging nach Hummelfeld, das liegt im Kreis Rendsburg-Eckernförde und hat weniger als 300 Einwohner. Früher lebte man im Dorf fast ausschließlich von der Landwirtschaft. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, also durchs verschneite Schleswig-Holstein, allein das übte auf unser Team einen leichten Zauber aus. Verträumt sieht es aus. Schon von Weitem ein bisschen wie im Märchen. Hummelfeld, mitten im Naturpark Hüttener Berge. Steinalt und romantisch. Guten Morgen, Verena Schelzig vom Schleswig-Holstein-Magazin. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau. Dass Sie auch sonntags feiertags arbeiten müssen, das ist ja auch nicht immer so. Na immer und für Hummelfeld auf jeden Fall. Ich habe gehört, ja. Sie sind der Mann, der sich hier am besten auskennt, oder? 35 Jahre sind Sie schon Bürgermeister. Ja. Er zeigt uns sein Hummelfeld. Heini Schulz heißt der Bürgermeister. Er ist 75, lebt hier seit Jahrzehnten. Und vieles von damals vermisst er heute. Und das war eine Gaststätte, uns gegenüber war eine Gaststätte. Gast- und Logierhaus hatte hier nebenan auch einen Laden. Aber das gibt's alles nicht mehr. Gaststättenläden haben wir gar nicht gesehen. Nee. Ist das schade so ein bisschen? Oder? Na, das ist doch sehr schade. Bloß, das nützt ja alles nichts. Alle, die rumjammern, die kaufen doch bei Aldi. Ne? Und wenn hier... kauft man denn, wenn Heiligabend, man merkt, da fehlt Zucker. 5:12 Jo, gau hin, dann ist der zuständig. Ja. 30 Milchbetriebe hat es hier mal gegeben. Lange haben die großen Höfe leer gestanden. Heute sind hier Menschen mit ganz neuen Ideen eingezogen. Ideen, das gibt Heini Schulz zu, die für seine Generation ein bisschen fremd sind. Jetzt geht es einfach darum, einfach mal so die Gelenke einzeln durchzugucken. Der Lendenwirbelsäule beginnt, wippt das ganz locker bis vorne durch, bewegt sich jeder einzelne Wirbel richtig gut. Und dann kann man wirklich so mal ganz lokal, ohne viel Krafteinwirkung, die ganze Wirbelsäule angucken, wenn er dann nochmal schön steht. Simone Lafrenz und ihr Lebensgefährte Marco Drews sind Pferdeosteopathen. Seit 1,5 Jahren in Hummelfeld und sie zählen zu den Besten in ganz Schleswig-Holstein. Das sind so die Sachen, dass man einfach sanft Stück für Stück sich das anguckt. Und machen das alle Pferde mit? Ganz ehrlich, ja. Wenn man da so oben steht? Wenn man an Schmerzpunkte kommt, dann werden sie kurzzeitig mal, dass sie einem Bescheid sagen. Aber es klappt eigentlich sehr, sehr gut. Was heißt Bescheid sagen? Ja, das kann vom Biss gehen. Dann kann man sich, dann hilft zum Beispiel wieder auch schön einmal nadeln, alles entspannen und dann kann man wieder weitermachen. Einmal nadeln heißt Akupunkturnadel über den ganzen Rücken. Naja, möglichst ein oder zwei, das reicht dann schon. Kein Igel draus machen, das wäre das Schönste. Tschüss, vielen Dank. Ja. Schöne Weihnachten noch. Ja. Tschüss. Ja, genau. Danke, dass wir überfallen durften. Ja, gerne. Und noch was hat es früher in Hummelfeld nicht gegeben, erzählt uns der Bürgermeister. Die Setzlinge seien extra importiert aus Österreich. Schon wieder so eine neue Idee hier. Wie nennt man das? China-Schilf. China-Schilf? Ja, Miscanthus. Wieso haben Sie das denn hier angebaut? Ja, unsere Heizungsanlagen zu Hause, die waren in die Jahre gekommen. Wir hatten eine Heizölheizung und eine E-Heizung. Und wir wollten gerne was haben, wo wir mit unabhängig heizen können. Man sieht jetzt ja nicht, wie viel das ist. Wie viel ist das jetzt? Das sind 2 Hektar, haben wir angebaut. Und 1 Hektar ersetzt ca. 6000 Liter Heizöl. Und davon heizen wir dann ja ca. 450 Quadratmeter, 2 Häuser. Wow, das ist ja auch nicht so wenig. Nee, das stimmt. Das ist Hummelfeld, niederdeutsch für Hopfenfeld. Ein altes, kleines Dorf mit 290 Einwohnern und lange nicht so verträumt, wie wir erst dachten.